Wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Soft Souling mit Zorduel. Wir sind beim Finale, es fehlt nur noch der Champion. Und dann vielleicht, keine Ahnung, und dann vielleicht einfach mal noch so aus Bock gucken, was die anderen Legendären sind, die man kriegen kann. Ich weiß nicht. Ja, können wir schauen. So, und da ist Vasili. Ja, die Schwuchtel. Okay. Ich mochte Steve mehr als Champion. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, dass ich damals, als ich, ich habe damals Rubin gespielt und ich hatte damals echt Schwierigkeiten bei Steve. Also beziehungsweise bei Troy heißt er. Ja, weil der komplette Stahl-Typ hat, also Stahl-Team. Nee, ich weiß noch nicht. Sonfiora! Ja, zum Glück habe ich gerade Ice Thief gelernt! Verrecke! Nice. Ich weiß noch damals. Nee, der hatte da. Mein Leute, ist der 57! Ich weiß noch, der Ding. Guck mal, der hat auch eine Flöte. Und ist wieder Temposchub. Oh Gott. Gott. Habe ich Bären, die mich vielleicht aufwecken. Lass mich mal ganz kurz fertig sagen. Ich weiß noch, Troy hatte damals ein Wheelie, also hier dieses Pflanzenstein-Pokémon. Und ich weiß noch, dass ich damals einfach keinen Plan hatte, was man dagegen macht. Einfach eine Eisattacke. Ja. Ja, wie gesagt, das wusste ich halt echt nicht, aber ich hatte damals kein Eis. Ja, moin. Uff, Alter. Sonflora! Ich war wie ein Pädophiler am Ende seiner Schicht. Ich hatte einfach kein Eis mehr. Hm. Ja, geht es nicht jedem Pädophilen so? Komm, Volltreff. Mann, krit doch, Bob! Fick dich, Grasflöte. Alter. Der Witz ist, Grasflöte ist sowohl eine Attacke, aber auch eine sehr gute Beleidigung für jedes Pflanzen-Pokémon. Ja, eingefroren! Fauna-Statue. Au! Ich kann nicht switchen! Na, heilen halt, ne? Fucking go for it. Jetzt muss ich wieder aufladen. Ja, verrecke! Chortok. Geil. Sagana. Was? Saganbüß? Das ist ein Wasser-Pokémon. Ja, da hol ich Darius rein. Dann habe ich mehr als genügend Zeit. Das Turtok ist tanky. Ja. Alter, als ob er noch eine hat. Na gut, okay, kannst du gerne jetzt raushauen. Warum haben meine Schutzschild und Grasflöte? Warum hab ich immer die fucking Stall-Typen? Und wo hast die Haut drauf, Typen? Ja, keine Ahnung. Morlord. So, und jetzt ein Surfer-Crit, bitte. Das hat hier jetzt bringt Scheiße. Bringt um, danke. Morlord? Ja? Typ Bodenwasser, ja. Gras? Nee, hab keine Pflanzen. Ja, dann musst du hoffen. Nee. Scheiße, ich hab nicht geguckt, was er einwechselt. Celebi. Oh nein, noch ein Gras-Pokémon. Aber Gras-Psycho. Ist Geist gut gegen Psycho? Nein, ne? Doch. Doch? Nicht? Doch, ich glaube schon. Okay. Perfekt, wenn wir gleich sehen. Ja. Ich glaube, haben die damals nicht sogar irgendwie Gengar und seiner ganzen Entwicklungsreihe nur deswegen den Zweityp Gift gegeben, weil die sonst einfach viel zu stark gegen Psycho, also gegen sonst einfach viel zu stark gewesen wären?
Ich glaube ja. Was? Achso. Vasili, hör doch auf damit. Der Hydro pumpt mich hier einfach zu. Hat der gerade eine Top-Genesung eingesetzt, obwohl er im selben Zug angegriffen hat? Nein. Hast du eine Du hast Wutanfall eingesetzt. Ach so, ja. Das lockt dich ja für 2 bis 3 Runden. Oh, der hat nochmal Top-Genesung eingesetzt. Celebi, du verreckst. Alter, Reggie-Stil, ist das denn fucking ernst? Ja, moin! Oh nein, bitte lass es nicht Flug sein. Oh, Darius! Danke. Butok. Es ist sehr effektiv. Jetzt kommen wir hier. Meines Territory. Surfer ist jetzt nicht so schlecht gewesen, weil er Verteidigung erhöht hat. Geheimpower. Verreckisch, boy. Leute, ich sei jetzt okay. Ich schau doch immer wieder zu dir rüber, was du da gerade so machst, ne? Na komm jetzt. Das tötet ihn jetzt nicht und jetzt noch doch, es tötet ihn, Tatsache. Ich habe jetzt echt gedacht, es kommt das jetzt. Das ist schon seine 4. Top-Genesung, die er einsetzt. Ja, das ist halt. Das musst du dir halt mal vorstellen, ne? Wie unfair das eigentlich ist. Du musst dir fast jedes Pokémon quasi doppelt besiegen. Ja gut, ich habe auch 26 Top-Genesungen in der Tasche, Psst. Also. Das Ding ist halt, irgendwann geht uns die AP aus. Nee. Oder kann man mitten im Kampf TMs einsetzen? So, hold on a minute. Ich muss mal kurz eine neue Attacke beibringen. Und vor allem dann noch mit Randomizer. Oh, das Totok kann auf einmal fliegen. Ja, whatever. Ja, whatever. Gönn. So, siehst du mal. Gefällt dir das jetzt, wenn sich einer einfach so mitten im Kampf heilt, ja? Ja, Darius kriegt jetzt definitiv eine Top-Genesung, weil paralysiert und im gelben Leben. Es ist ein Insta-Top-Genesung. Oh, Sengo. Ist doch nicht schlecht. Oh, aber ich habe sein Ace habe ich anscheinend schon kaputt gekriegt. Alter, warum geht es da daneben? Okay, ich habe nur noch 22 Top-Genesungen. Er muss Darius nur noch 22 Mal besiegen. Nice. So, endlich. Kriegt er hier einmal eine gewischt und er ist tot. Das war's, ich bin durch. Triplette. Bitte nicht. Warum Triplette? Au! Buchtler macht Schaden. Ja. Ich sag's mal so, ne? Erstaunlich, wie weit ein 2 overlevelte Pokémon bringen können. Ja. Die anderen waren. Erstaunlich, wie weit 1 dich bringen kann. Und das andere war Bob. Erstaunlich, wie ein overleveltes Pokémon und Bob und dich bringen Leta können. King. Ja, ein overleveltes Pokémon und Bob das Leta King. Dazu muss man nicht weiter sagen. Es ist Bob. Ja. Ich hätte auch lieber einen Pitster hergenommen, aber der liegt auf der Bank. Tja. Jetzt sag mir nicht, dass jetzt noch ein Rivalenkampf kommt. Nein. Gott sei Dank nicht. Scheiß vor, das ist doch Rivalenkampf. Das wäre jetzt geil. Noch mal runter. Ja, das wäre jetzt geil, wenn jetzt quasi Brix sich so umdrehen würde in Richtung Kamera und dann kommt einfach so ein Symbol von einem Stinkefinger so. Fick dich, ich kämpf's jetzt nochmal. Und dann geht Brix einfach nur zu dem Rand und so. Wie tief geht's jetzt nochmal runter? Ja, schau mal in der Arena, ne? Da außen rum. Ja.
Wie viele Leute haben sich hier eigentlich schon umgebracht? Bis jetzt noch keiner. Gut, mach rein draus. Dann irgendwie steht dann so 10 Jahre später, ist dort einfach genau dieselbe Arena, aber bis oben hin sind schon Leichen gestapelt. Ey, das hätte dann Flair für den Champion, ja? Da legt sich keiner mit dem an, so willst du es davon selber springen? Oh. So, jetzt wurde ich auch voll im Text. Okay. Fertig! Ach, fertig. Fix und fertig. Fertig! Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich. Blablabla. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Wir haben das Let's Play geschafft. Trotz einiger. Wir sind sogar noch pünktlich. Trotz einiger technischer Schwierigkeiten zwischendurch. Oh ja. Also es hat sehr lang gedauert. Ja, da! Boop! Mega Volt! Futaba! Trüffel! Und Kami. 2 Raikus einfach bei mir. Tobi, Red. Und Evo. Und Tobi. Und Bibi. Und zum Schluss haben wir Macho. Und Moshi. Uff, also das Team ist ja sowas von nicht balanced gewesen. Ne? Ich hatte 2 Wasser. Hm? Also ein Drachentyp hat mich richtig auseinandernehmen können. Ja, und wir haben vor allen Dingen, guck mal, 42,5 Stunden. Ne? Ja, ich habe 45. Ich habe fast 45 Stunden. Ja, das ist halt das ganze Grinden gewesen. Ja. Okay. Zwischen den Episoden. Ich glaube so von den Folgen her mal auch wieder gut 15, 16 Stunden Material. Leute, das speedest du ab? Ja. Okay. Ach ja, okay. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß. Ich habe es vorhin schon mal zu Swordwell in der Aufnahmepause gesagt. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal wieder, sollten wir das nächste Mal wieder ein Pokémon Let's Play machen. Ich würde die Regel drin lassen, das war jetzt wirklich mal nur so ein Experiment mit diesen erleichterten Regeln. Ich würde die Regel drin lassen, dass ein Pokémon unsterblich ist. Es muss ja nicht mal unbedingt nur der Starter sein. Es kann ja sein, dass wir einfach sagen, okay, wir bestimmen einfach mal mittendrin eins, wo wir sagen, okay, das ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Ich bestimme das jetzt als das Unsterbliche, so ungefähr. Das Ding ist halt, du musst halt das Paar dann als unsterblich ja, logisch. Markieren, so gesehen. Ja. Ja, wie gesagt, kann ja sein, aber das. Nee, kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie unterwegs, rein zufällig. Ich krieg einen Gengar und du kriegst, was auch immer dein allerliebstes Pokémon ist. Raikou eigentlich. Okay. Ja. Dass wir dann sagen, okay, gut, pass auf, das bestimmen wir jetzt als unsere Unsterblichen. Oder wenn man lässt es halt bei den Startern. Ich würde allerdings definitiv rauslassen, hier, dass man beim Fangen dann auf der Route quasi skippen kann, wenn man den Pokémon-Typ schon im Team hat. Das nimmt einfach ein bisschen die Spannung und auch ein bisschen die Herausforderung raus und hat es auch sehr in die Länge gezogen teilweise. Ja, die Folgen, wo wir mehrere Encounter hatten, die haben Stunden gedauert. Genau. Ja. Okay, Ende. Ich weiß, was du da meinst mit... Ja, ja. Dann müssen wir uns mal zusammenziehen, hocken. Vielleicht können wir auch irgendwie ein anderes Koop im Pokémon zusammenfinden. Ja. Also außer Versus, das finde ich halt kacke. Versus ist halt gegeneinander, aber ja. Ich meine ja Koop, nicht ein Versus, ja, ja. Ich meine Koop. Ja. Das ist was ähnliches wie Soul Link, nur halt irgendwie anders. Ne? Bisschen anders irgendwie. Ah. Auf jeden Fall nichts, wo man dann so durchrushen muss, weil das war halt bei Versus so irgendwie, die alles irgendwie so durchklicken, so quasi schon im halb wie im Speedrun, weißt du? Ja. Wir können vielleicht einfach eine gemeinsame Story-LP oder so machen von Pokémon, wo jeder sein eigenes Team dann macht im Randomizer, Nuzlocke, ne? Aber die halt nicht verbunden sind. Ja. Nicht fest verbunden. Keine Ahnung. Kannst du ja mal gucken, ob du irgendwie eins von den neueren kriegst. Ich weiß zwar jetzt nicht, ja, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, aber... Von den neueren ziemlich unwahrscheinlich. es wäre cool, es würde mich auch sehr interessieren. Ja.
würde mich sehr, sehr also mich würde irgendwie, wenn das gehen würde, ne? Also so ein Randomizer von Mond oder so. Den ja, genau, spielen. Genau. Also den will ich auf alle Fälle spielen. Na gut, schauen wir mal. Mond auf mir richtig gefallen. Okay. Ich würde dann auch sagen, für das erste, hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, hoffe, ihr hattet Spaß mit dem ganzen Let's Play. Sagt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon gehalten habt, und ansonsten sehen wir uns dann irgendwann in einem anderen Projekt wieder. Bis dahin, haut rein!